Yo, Peace, Leute, und willkommen zum dritten Part von Murdered Soul Suspect. Hier stehen ein paar Leute rum, dann gehen wir erstmal in die Reihe und gucken mal, was sie so... Okay. Wir sollen ja hier ins dritte Stockwerk und das sind wir jetzt. Einmal durch dich durchrennen. Das ist einfach ziemlich cool. Sie stellt wichtige Fragen. Vielleicht hat er einfach keine Lust dazu. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Ja, Menschen sind halt sensationsgeil, ne? Wissen wir ja. Sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Nee. Immer schön standhaft bleiben. Was ist das hier für ein Scheißdreck? Hier kann ich auch nicht durch. Also eigentlich hieß es ja, wenn ich drin bin, kann ich überall hin. Was ist das? Achso, nochmal so ein... Ja, das haben wir schon mal gelesen. Dankeschön. Ein nasses Grab. Noch 4 Stück. Vielleicht schaffen wir das ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Hey, Walls. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Ja, eine Vermieterin. Eine Mieterin wurde ja vermisst. Baxter sucht das Mädchen. Was will Baxter wohl mit dem kleinen Mädchen anstellen, ha? Was will Baxter wohl mit dem kleinen Mädchen anstellen? Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwas andeuten möchte. Nein, also. Schön, dass der Untertitel weiter da bleibt. Ja, das, Ronan, du solltest so langsam gecheckt haben, dass du zwar durch Sachen gehen kannst, aber sie ganz sicher nicht aufheben kannst. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Na, das werden wir jetzt hoffentlich herausfinden. Warum war der Mörder hier? Antwort finden, Miss. Ermittlungen aufschließen, du kannst jederzeit versuchen, deine primäre Frage zu beantworten, aber oft ist eine sorgfältige Erkundung des gesamten Tatortes notwendig. Ja, das zu beantworten. Okay, ja, also da sind die ganzen Hinweise halt. Okay, hast du irgendwas? Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Wenn sie noch leben. Das ist hier. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei erreicht. Sandra Foster. Oder lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte. Ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Cassandra war die Mieterin. Sorge um Joys Sicherheit. Details untersuchen. Statusabfrage der Vermisstenmeldung. Cassandra Foster. Bitte beachten, dass sie selber Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Okay, Statusabfrage. Da ist ein Notizblock, auf den kann ich aber nicht schauen. Dann schauen wir uns mal weiter um. Okay, Kartons. Das Fenster, aus dem ich geworfen wurde. Zerbrochenes Fenster. Okay, wie viele Hinweise brauchen wir denn? 2 von 14 haben wir jetzt. Oh, 14 Stück, also einige. Mein letzter Kampf. Entschuldigung. Für mein Rumgehüsel hier gibt's ja gar nicht. Warum war der Mörder hier? Das ist unsere Frage. Anzeichen eines Kampfes. Okay, ein Kerzenständer, der umgefallen ist. Also beziehungsweise wohl umgestoßen wurde. Was ist das hier? Spirituell Spirits of... Was? Buch über Geister. Okay. Okay, da liegt noch was. Kann ich mir bestimmt auch ansehen. Genau, die Waffe. Meine Primärwaffe. Moms Geschenk. Das können wir mal kurz... Ich hatte 2 Waffen und konnte es nicht mit ihm aufnehmen. Himmel. Buch über Geister. Ein Buch über Geister und verschiedene Reiche. Meine Konfrontation mit dem Mörder hat zu einem wilden Kampf geführt. Ja, das wissen wir. Beschädigte Wand. Ich wurde ziemlich übel herumgeworfen. Der Typ ist stark. Das Fenster, aus dem der Mörder mich geworfen hat. Eine der vermissten Mieterinnen, Cassandra Foster, hat als beratendes Medium für die Polizei gearbeitet. Und Baxter hat sich nach einer der vermissten Mieterinnen erkundigt. Ja, das wissen wir bis jetzt. Aber hier gibt es bestimmt noch einiges mehr. Huch. Wollt hier nicht raus. Ist hier noch irgendwas? Hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Das ist... Da ist noch was. Treffen mit Ronans Eltern. Normal sind es die Verlobten, die nervös wegen dem Treffen mit den Eltern des Auserkorenen sind. Aber ich freute mich darauf und Ronans Eltern waren aufgeregt. Sie strauchelten, einen guten Eindruck hier zu hinterlassen. Romans Dad fuchtelte die ganze Zeit mit seinen Händen herum, als versuche er, seine plumpe Natur zu unterdrücken. Es war süß und Lillian ist ein Rohdiamant. So ein gutes Herz. Ich hoffe, Sie verstehen, wie sehr ich ihn mag. Ja, das sind die Gedanken unserer... Genau, Julia, also unsere Frau. Und guck mal, da haben wir jetzt hier... Erinnerung der Profilerin, das ist Infos zu meinem Mörder und das sind die Geistergeschichten, genau, das mit denen, was wir jetzt gerade mit den Öfen da oder was auch immer das darstellen soll. Das sieht mir aus wie Öfen, was ist das? Das sind Bilder. Psychologische Kinderzeichnungen.
Arbeitet die Mieterin mit Kindern? Dies scheinen psychologische Skizzen zu sein. Okay. Deswegen war der Mörder bestimmt hier. Ich kann ja auch durch die Wand gehen. Oder ist das die Wand nach draußen? Nee, ich denke mal, das ist die Wand nach draußen. So, hier müssen wir, können wir uns noch... Hier waren wir noch nicht. Ah, guck mal, das ist nochmal so ein Ofen. Also, das ist doch ein Ofen. Ich denke mal stark, dass das ein Ofen ist. Noch drei mehr. Okay, vielleicht schaffen wir das. Das wäre natürlich super. Ich will nur kurz umgucken. Nee, ist kein Dämon, weil die Musik gerade so anschlägt. Dachte ich gerade kurz. Hier waren wir auch noch nicht drin. Soweit ich das weiß. Okay, hier ist wieder Bad, okay. Müssen wir so ein bisschen die Orientierung finden, wo man rauskommt, wenn man durch die Wand läuft. Hier scheint nichts zu sein im Schlafzimmer. Weil es schon ein bisschen creepy wirkt, ne? Hier scheint nichts zu sein. Verlassen? Nee, oder? Ich muss die Untersuchung abschließen. Ja, genau, wollte ich doch gerade sagen. Aber da könnten wir auf jeden Fall verlassen. Wir haben jetzt aber erst... Oh, enthüllen. Enthüllen, du kannst Erinnerungsrückstände in diesem Reich enthüllen. Details analysieren. Was hat das Mädchen gemacht? Okay, jetzt müssen wir ja eins auswählen. Versteckend, sich versteckend. Okay, mehrere, oder wie? Ja, da unten sind drei Fragezeichen, okay. Verängstigt auf jeden Fall. Und beobachten, würde ich jetzt sagen. Guck mal. Versteckende Zeugin. Ich schätze schon fast, dass das die Antwort ist. Also er ging ja recht straight auf sie zu, wenn ich das mal so sagen darf. Diese Lampen, ich denke mal, da ist irgendwas. Er ging ja relativ straight auf sie zu. Hat mir 9 schon? Ah ja, das war die Wand, genau. Also auch wenn wir jetzt die Antwort vielleicht haben, möchte ich natürlich am liebsten trotzdem alle finden. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein, ist ganz klar. Aber da ist zum Beispiel noch was, was wir enthüllen können. Sobald ich das sehe. Das analysieren. Oh Gott, das... Also es scheint wegzugehen. Aber es sucht auch. Also es sah zumindest auf der anderen Ding so aus, als es suchend ist. Kämpfen zufällig oder zielsicher? Also er ist schon relativ straight auf sie zugelaufen, ne? Ja, zielsicher. Damit haben wir Hinweis Nummer 9. Kann ich nicht hier vorbeilaufen? Hab doch. So. Ach, hier bin ich ja nur draußen. Ja. Aber vielleicht gibt's hier draußen noch. Da gibt's nämlich noch. Guck mal, da ist ein... Ey, Mann, ich wollte nur ein nettes Gespräch suchen. Okay, aber die Ermittlung muss hier drin sein. Also deshalb zeigt der Pfeil da auch immer hin. Wir haben jetzt 9 von 14. Einmal der suchende Mörder. Der Glockenmörder hat nach etwas gesucht. Oder nach jemandem, wonach hat er gesucht. Und es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? 10 von 14. Auf dem Bad war gar nichts, ne? Soweit ich das richtig gesehen habe. Also wie gesagt, wenn wir nicht alle finden, dann finden wir nicht alle. Ganz einfach. Aber nochmal kurz hier rumstöbern. Ah, guck mal. Eine Tasche. Ein- oder auspacken. Sieht mir eher nach Einpacken aus, wenn ich ehrlich bin. Gepackter Koffer, okay. Es gibt nicht so einen Modus, irgendwie, mit dem man sich sowas hervor... Also, wie man das... Also, was so zum Beispiel blinkend darstellen kann oder so. Was ich an sich ganz gut finde. Du hattest mir nichts zu sagen, ne? Wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Nee, du hattest mir nichts zu sagen. Schade, dass man nicht spielen kann. Ich meine, hier liegen einige Fotos rum, die vielleicht gar nicht mal uninteressant wären. Okay, ich denke mal, wir werden jetzt einfach mal versuchen, die Antwort zu finden. Na, guck mal, jetzt sind auch schon alle. Ah. Warum war der Mörder hier? Ich würde jetzt am ehesten sagen, versteckte Zeugin. Warum war der Mörder hier? Also deswegen nicht, deswegen sie wahrscheinlich auch nicht, deswegen auch nicht. Nein, 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 nein. Also entweder, ich würde einfach mal das sagen. Ah, okay, es sind 2 und dann noch das hier. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Scheint zu stimmen. Wunderbar. Ich bin hier wirklich ein Profi-Detektiv. Das lässt sich nicht bestreiten.
Umdrehen. Sie sind verhaftet. Das war ein Schlag. Bin ich also reingeplatzt? War er hinter dem Mädchen her? Ja, sah stark so aus. Wo ist sie hin? Ja, das wäre natürlich relativ interessant zu erfahren, wo die Dame hin ist. Wohin ist das Mädchen gegangen? Einige Ermittlungen halten mehrere Fragen, die mehrere Antworten benötigen. Mögliches Ziel. Der Mörder war vielleicht hinter dem Mädchen her. Wenn jemand die für die Abreise gepackt hat, warum sollten sie das zurücklassen? Okay, und jetzt können wir vielleicht noch andere sammeln. Vielleicht können wir es auch von dir, ja, beeinflussen, hä? Die Akte zu bewegen. Oh Gott, da haben wir viel. Mögliches Ziel, Baxter sucht das Mädchen. Hier haben wir noch einen, vielleicht suchen wir den erstmal noch. Also okay, also da kriegen wir auf jeden Fall, würden wir Nummer 12 kriegen. Aber irgendwas vergessen wir hier noch. Ich würde eigentlich hier schätzen, weil hier in diesem Haufen irgendwie, irgendwo hier muss doch... Irgendwas sein. Irgendwas muss hier doch sein. Vielleicht die Gitarre. Oder der Kleiderschrank. Hilfe, wo bin ich? Okay, nee, okay, dann versuchen wir das trotzdem mal. Eins fehlt uns halt. Die Akte zu... Ach, dieses verdammte Motion-Ding hier. Ich hab's vergessen auszuschalten. Was könnt ihr ihn dazu bringen, die... Baxter sucht das Mädchen? Ich muss... Ist jetzt nicht wirklich... Ja, vielleicht bewegt er dann die Akte, aber... Die Statusabfrage der Vermisstenmeldung. Ich versuch's mal hiermit. Wobei, das ist... Da kommt der Profidetektiv an seine Grenzen. Ja, das ist... Ja, komm, wir versuchen mal das. Ah, ist falsch, ist falsch. Ich habe noch nicht den richtigen... ich habe noch nicht den wichtigsten Hinweis. Okay, also wir haben ihn noch gar nicht. Alles klar. Gut, dass das jetzt da stand, sonst hätte ich weiter wild rumprobiert. Okay, ja, wie wir schon gesehen haben, einer hat gefehlt. Und genau der ist es natürlich, den wir brauchen. Heißt, wir müssen uns nochmal umschauen. Was ist denn auffällig? Was ist das da auf dem Boden? Ach, eine Vase. Tongs sind ganz sicher nicht wichtig, die Heizung auch nicht. Da ist gar nichts drin, oder wie? Nee, nur eine Decke oder sowas. Hallo? Ich will mich nicht rauslassen. Okay, die Regenschirme vielleicht, wer weiß. Ich kann das ansehen jetzt. Nicht zu erkennen. Kann ich ihn jetzt dazu bringen? Ist das der letzte? Ja, jetzt fehlt mir keiner mehr. Wo sind die? Hier. Okay, weil das ging. Vorhin konnte ich mir da eben nichts ansehen, deshalb dachte ich jetzt suchen. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Okay, da ist das Mädchen, das wir suchen. Fotos der Zeugin. Fotos der Zeugin als Beweise angesammelt. Kann ich aus ihnen ableiten, wo sie hin ist? Das sieht aus wie die Zeugin. Aber was ist noch Wichtiges auf den Bildern? Uns fehlt ein Hinweis, aber ich schätze fast... Ach, wir können. Können wir nicht. Müssen wir jetzt den letzten Hinweis noch finden, oder... Oder kann ich jetzt verlassen, theoretisch schon? Ne, steht auch nicht da. Weil ich drücke gerade Dreieck und ich kann nicht das Ding aufrufen. Mann, wir müssen die Mieter finden. Okay, da ist nichts Neues. Auch wenn er jetzt woanders steht. Gibt's hier noch irgendwas? Nochmal, wir können fokussieren nochmal. Berühren! Einige Objekte lösen bei Roan einen Flashback aus Folge den Geräuschen, die die stärkste psychische Energie kennzeichnen. Was macht diese Geräusche? Man hört ganz leicht im Hintergrund eine Glocke.
Ja, also Priester oder Kirchenglocken. Ein Foto eines jungen Mädchens und eines Priesters von der hiesigen Kirche. Ja, das klang sehr nach Glocke, ja. War sehr, sehr leise. Gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Jetzt müssen wir Hinweis 14 von 14. Die Zeugin hält sich in der nahegelegenen Kirche auf. Dann können wir die Ermittlung abschließen. Auf der Straße erschossen. Wunderbar. Eine von nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Allerdings, findet die Spur des Mörders abgeschlossen? Dann würde ich sagen, mein einziger Hinweis. Ich muss das Mädchen, die Zeugin, finden und rauskriegen, was sie weiß. Allerdings, dann würde ich sagen, können wir jetzt verlassen und dann werden wir wahrscheinlich zur Kirche gehen, um dieses junge Mädchen aufzusuchen. Das Joy hieß sie, ne? Soweit ich das richtig in Erinnerung hatte. Die Mutter war Cassandra, oder die... Also Cassandra war wahrscheinlich ihre Mutter und Joy war das junge Mädchen. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber... Ich hasse Höhlen trotzdem. Okay, es hängt. Spiel. Hallo? Jetzt, okay. Da hat's kurz gehangen, okay. Finde die Zeugin. Die Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Okay. Da sehen wir auch, wo die Kirche ist. Guck mal, da ist auch was. Enthüllen. Mein Leben überdenken. Der Tag, an dem alles ein Flash. Das war schon. Ich hab gedacht, ui, cooler Move. Was haben wir da bekommen? Ach, egal. Da ist auch noch was. Von Baxter schikaniert. Ey, Baxter hat meine Frau schikaniert. Harter Arbeitstag für meinen Mann. Es dauerte eine Weile, bis er darüber reden konnte. Aber dieser Baxter scheint extrem feindlich gegenüber Ronan zu sein. Und es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Es ist ein Mysterium, warum dort so viel Feindseligkeit herrscht. Ronan hat nie etwas getan, um ihn zu verärgern. Aber Baxter beschloss zu wissen, was für ein Mensch Ronan ist. Und nichts überzeugt ihn vom Gegenteil. Manche Leute lernen es nie. Ja, wegen unserer kriminellen Vergangenheit ist Baxter natürlich nicht wirklich freundlich zu uns. Ronan hat Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ach doch. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er, ich meine, einen anderen Cop oder sonst wen? Nein, das glaube ich nicht. In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Baxter und Ronans Feindseligkeit. Cops fragen sich, ob Baxter Ronan genug gehasst hat, um ihn umzubringen. Boah, also keine Ahnung, wäre aber schon ein bisschen krass, ne? So, hier komme ich natürlich wieder nicht durch. Okay, aber hier kann ich doch... Oder ne, ist auch geweiht, okay. Ich glaube, man sieht das immer eben an diesen weißen Umrissen. Wie zum Beispiel hier, das wir... Hier weiß ich sofort, hier kann ich nicht durch. Aber durch die Mülltonne können wir oder übersehen wir irgendwas? Nein. Okay, also es ist jetzt kein Open World oder sowas, aber man kann sich hier schon ein bisschen rumbewegen. Was ich doch ziemlich cool finde. Was war das da gerade? Ich bin nur auf der Suche nach irgendwas. Details sind hier noch. Ich kann einfach Tattoo. What the fuck? Was versuche ich denn für Wege zu gehen? Ja, nun bin ich in der Gasse gelandet. Hilfe. Hilfe. Wo muss ich jetzt hin? Hilfe. Ah, okay, hier. Ah, da geht's da hinten weiter. Okay. Kann ich mich verstecken? Sind hier Dämonen? Nicht, dass ich sehen würde. Da hinten ist was, aber ich kann nicht hin. Na, was denkst du so hier auf der Parkbank? Ich auch. Kannst du mir glauben? Aber sofort. Hallo, machen Sie mal auf. Man kann sich überall verstecken, aber sind noch keine Dämonen, was ich natürlich relativ gut finde. Da hinten ist irgendwas. Entfernen. Hui. Das kann ich auch. Cool. Ewige Flamme. Okay, also noch so eine Geistergeschichte. Und da ist noch was zum Sammeln.
dieses Auto-Tattoo und hier ist... okay, jetzt kann ich hier hoch. Ah, jo. Jetzt tut's mir aber so krass hier. Ich bin mir zu weit. Enthüllen. Und nochmal eins von diesen ewigen Flammen. Okay. Ich hoffe, dass wir natürlich noch... Kann ich hier durch die Kisten gar nicht durch, oder? Oder? Nee, kann ich nicht. Schade. Warum sind die Kisten geweiht? Könnte mir dies bitte jemand erklären? Warum sind die Kisten geweiht? Ufer. War ein harter Sprung. Das kann ich aber auch enthüllen, dass ich da wieder hoch kann, wenn ich Lust dazu habe. Hilfe? Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Oh, der Situation kenne ich mich aus. Was mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Hätte man sich auch denken können. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Allerdings. Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hansett. Mona Hansett? Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Wie ist die Dame am Strand gestorben? Okay, also können wir jetzt hier für sie... guck mal, das ist doch cool. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat diese Part hier gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist, auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder von Murdered So a Suspect. Peace up und haut da rein.